Ein neuer Megadeal in der Videospielindustrie zeichnet sich ab. Der chinesische Konzern Tencent will die deutsche Spieleschmiede Crytek für sagenhafte 300 Millionen Dollar kaufen. Das will zumindest die Bild wissen. Doch das Qualitätsmedium fürchtet, dass es sich dabei um einen sinisteren Schachzug der Chinesen handeln muss, um die Welt mit Krieg und Elend zu überziehen. Denn Crytek ist viel mehr als nur ein Entwickler von harmlosen Videospielen. Die Videospielschmiede aus Frankfurt ist auch ein etablierter Partner von zahlreichen Rüstungskonzernen. Und ja, ich muss sagen, die Bild, die trifft hier durchaus einen Punkt. Wir werfen einen Blick auf den möglichen Deal zwischen Tencent und Crytek und in Verbindungen von Crytek mit Militär- und Rüstungskonzernen. Auf der Expo im Jahr 1999 sorgt die bis dahin unbekannte deutsche Spielefirma Crytek für Aufsehen. Mit ihrer Demo Exile Dinosaur Island haben die Deutschen für offene Münder gesorgt. Eine so atemberaubende 3D-Grafik hat man bisher noch nicht gesehen. Und das Entwicklerstudio aus Frankfurt, das war sofort angesagt. Und besonders beliebt war ihre eigens entwickelte CryEngine, die für spektakuläre Spielegrafik auf den Bildschirmen sorgte. International erfolgreiche Spiele wie Far Cry oder auch Crysis sollten folgen. Doch inzwischen stand die Spielefirma am Rande des Ruins. 2016 wurde in der Fachpresse bereits gerätselt, ob das Unternehmen überhaupt noch zu retten ist. Die Pleite, die konnte gerade noch so abgewendet werden und nun geht es wieder aufwärts. Auf der Webseite des Entwicklers finden sich inzwischen zahlreiche Stellenausschreibungen. Doch an den alten Glanz kann Crytek bis heute nicht anschließen. In den letzten Jahren haben sie die Spiele Hunt Shadow oder Robinson the Journey herausgebracht. Das sind keine Spiele, die so für Aufsehen gesorgt haben, wie zu seiner Zeit das erste Far Cry. Und dennoch streckt nun einer der größten Technologiekonzerne der Welt seine Fühler nach dem Spielestudio aus. Tencent ist nicht nur ein Tech-Gigant in China, der Konzern aus Shenzhen ist inzwischen auch international das führende Unternehmen im Bereich Videospiele. Allein im vierten Quartal 2020 verzeichnete es einen sagenhaften Umsatz von rund 6,7 Milliarden US-Dollar. Sony schaffte es da zum Vergleich gerade mal auf Platz 2 mit 5,4 Milliarden US-Dollar. Und das liegt auch daran, dass der chinesische Konzern sich in den vergangenen Jahren auf große Shopping-Tour in der Videospielindustrie begeben hat und erhält nun Anteile unter anderem an Ubisoft, Activision Blizzard, Paradox Interactive, Epic Games oder Riot Games, den Machern des äußerst erfolgreichen League of Legends. Und nun setzt Tencent eben seine Einkaufstour fort, und zwar in Deutschland. Der Konzern wolle nun auch Crytek kaufen, das berichtete am 13.07. die Bild. Und die Bild, die hat dazu natürlich auch exklusive Informationen. Und die Zeitschrift mit den großen vier Buchstaben hat auch gleich eine passende Theorie parat. Womöglich ist der chinesische Konzern gar nicht so sehr an Crytek als Videospielentwickler interessiert, sondern vielmehr an der CryEngine. Denn diese findet nicht nur bei Computerspielern großen Anklang, sondern auch bei Rüstungskonzernen. Und das kann natürlich dann auch für die chinesischen Militärs von großem Interesse sein. So schreibt die Bild: Mehrere mit der Sache vertraute Personen befürchten, dass die Chinesen die von Crytek entwickelte CryEngine nutzen wollen, um Kriegssimulationsprogramme für die chinesische Armee zu produzieren. Mit diesen könnte China den Krieg gegen Taiwan und den Westen so realistisch proben wie nie zuvor. Oh Mann, das klingt jetzt doch ein bisschen, ich würde mal sagen, tendenziös. Die Bild-Zeitung, die war ja nie der größte Fan von Peking und hat in der Vergangenheit kaum eine Gelegenheit ausgelassen, gegen China anzustacheln. Das zeigt sich zum Beispiel auch in dem Kommentar "China greift uns an" oder in dem Artikel "China sammelt Gendaten von deutschen Schwangeren". Ja, da kann man schon ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass es dem erfolgreichsten Spross des Springer Verlags an einem möglichst angespannten Verhältnis zwischen dem Westen und China gelegen ist. Und so klingt auch der Artikel zu dem Tencent-Crytek-Deal wie eine krude Verschwörungstheorie. Aber ganz von der Hand zu weisen ist die Befürchtung jetzt auch nicht. Denn in der Tat wird die CryEngine im Militär breit eingesetzt. Bereits 2011 hat das US-Militär beispielsweise verkündet, dass es 57 Millionen Dollar für das Dismounted Soldier Training System, DSTS, ausgegeben hat.
die angeblich realistischste Militärsimulation der Welt, die auf der CryEngine 3 basiert. Ein ähnliches System wurde von der französischen Rüstungsgruppe Thales entwickelt. Das System Sagittarius Evolution wird laut einer Pressemitteilung 2017 auch von dem KSM, dem Kommando Spezialkräfte Marine der deutschen Bundeswehr, verwendet. In dem Werbefilm wird stolz präsentiert, wie gut man mit dem Sagittarius-System realistische Szenarien üben kann, wie zum Beispiel hier, der Beschuss eines kleinen, friedlichen Dorfes. Ja, wer wollte nicht schon immer mal virtuell mit einer Panzerfaust im Unterallgäu rumballern? The Sagittarius Evolution System. Train as you fight. Aber auch Crytek's ehemalige Tochterfirma Real-Time Immersive Inc. in Orlando, Florida, ist eng mit den Rüstungskonzernen aus aller Welt verbunden. Das Unternehmen heißt heute Mass Virtual und befindet sich in der Hand der Vereinigten Staaten. Aber ihre Übungssoftware fußt noch immer auf der CryEngine. Mit der Software Virtual Attain werden laut Entwickler Übungsprogramme für alle möglichen Einsatzfelder möglich. Für U-Boot-Techniker, Jetpiloten, Ingenieure von Nuklearkraftwerken und. Stolz präsentiert Mass Virtual auf ihrer Startseite ihre Kundenliste. Darunter die US Air Force, die US Army, die US Navy oder Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin, Thales, ThyssenKrupp oder das englische Verteidigungsministerium. Und ja, da erscheint es durchaus logisch, dass der chinesische Konzern Tencent Interesse an dem deutschen Spieleentwickler zeigt. Ich habe Crytek mal angefragt, wie Crytek zu der Berichterstattung in der Bild und auch zu den Vorwürfen steht. Sollte ich eine Antwort bekommen, lasse ich euch das natürlich wissen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt differenziert, ciao, bis zum nächsten Mal.